Das war in England eine super Truppe. Es ist ja nicht einfach, wenn der Trainer mal sagt, ja, du musst heute draußen bleiben. Jeder möchte gerne immer spielen. Und es ist halt so, dass manchmal der Trainer Vorstellungen hat, die wir auch nicht beeinflussen wollen, auch nicht dürfen. Aber ich glaube, wir sind alle einer Meinung, wir waren super Haufen. Leider war Max Lorenz etwas zu ruhig. Er hat überhaupt keinen Blödsinn gemacht. Aber eine Anekdote will ich Ihnen erzählen, wo er den Trainer Helmut Schön geärgert hat. Wir sind beim Frühstück war das, ja. Und dann sitzen wir alle und frühstücken. Es ist im Saal wunderbar ruhig. Und plötzlich springt einer auf. Ich sag gleich, wer das war. Springt einer auf, läuft ans Fenster von dem Zimmer, reißt das Fenster auf, haut ab, sagt er, wir wollen euch nicht sehen, heute ist Ruhetag. Und Helmut Schön, der war schon beim zweiten Wort, was er gesagt hat, hoch und wollte gerade, stand am Fenster und wollte gerade sagen, haut doch ab, da war gar keiner da. Das ist Max Lorenz. Ich glaube in der Tat, wenn man sich heute vorstellt, wie ja im Grunde genommen um einen falschen Eckball schon ein solcher Zinnober gemacht wird, dass also für anderthalb Minuten das Spiel unterbrochen ist. Damals war nach diesem Wembley-Tor, ich glaube, 27 Sekunden das Spiel unterbrochen, dann ging es schon weiter. Wenn man sich das mal zur heutigen, also alleine um den Trainer wieder einzufangen, hätte er 3-4 Minuten gebraucht. Also insofern muss man sagen, die Haltung, die damals gezeigt worden ist, auch sicherlich durch eure Trainer Sepp Herberger und dann Helmut Schön vermittelt. Das ist eben etwas, was ja auch dazu geführt hat, dass gerade auch in England unmittelbar nach dem Spiel, man kann das gar nicht so nachempfinden, Uwe kann es natürlich viel besser aus eigener Anschauung erzählen als ich, die Menschen dieser Mannschaft zugejubelt haben. Mhm. Etwas, was ich nicht ganz vergleichbar in dieser Art, übrigens auch nach dem 7:1, gespürt habe, damals in Belo Horizonte gegen Brasilien. Ich bin ja mit im Tross unserer Mannschaft gefahren und die brasilianischen Fans haben auch unserer Mannschaft zugejubelt, weil wir auch dort ja, finde ich, Haltung bewiesen haben, indem wir eben nicht da den dicken Max gemacht haben nach einem 7:1 im Heimatland des Weltmeisters, sondern wir haben, glaube ich, hochanständig auch die Spieler nahezu ja getröstet und haben sehr, glaube ich, auch dort Fairplay gelebt. Und viel noch stärker war eben die Zustimmung in England, weil die Menschen gemerkt haben, denen ist Unrecht getan worden. Sie haben es trotzdem Fairplay-mäßig akzeptiert und haben damit wirklich Haltung bewiesen. Und nochmal vor dem Hintergrund der weltweiten Fernsehsendungen, das hat Deutschlands Ansehen in der Welt ganz klar gestärkt. Und das ist das Verdienst von Uwe Seeler und allen, die gespielt haben. Herr Grindel hat es angesprochen, Herr Seeler. Nach dem Spiel gab es Standing Ovations im Stadion für den ewigen Rivalen. Und am nächsten Tag, als der Bus durch die Londoner Straßen gefahren ist, gab es spontane Beifallsbekundungen für die Mannschaft. Sie haben auch im Vorfeld der Ausstellung gesagt, damit haben wir Spieler nicht im geringsten gerechnet. Nein, das konnte man ja nicht. Aber das war schon nach dem Spiel, als wir aus der Kabine kamen, waren wir schon überrascht, dass man uns zugejubelt hat. Aber ich glaube, ich möchte darauf nochmal kommen, dass wir abends eine Veranstaltung bei Herrn Lorenz hatten. in einem großen Lokal. Ich glaube, 300 Leute oder was passen da rein. Wo große Kapelle. Und da wollen wir in Ruhe noch schön in der Ecke sitzen und uns ein Bier gönnen. Haben wir auch gemacht. Aber wie das dann oft so üblich ist, sehe ich denn plötzlich Max Lorenz, wie er an der Bühne rumschleicht. Und da habe ich gedacht, Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber so konnten wir nichts verhindern. Er stand auf der Bühne. Und Sie glauben es nicht, jetzt alles, was hier dazugehört. Er hat die Kapelle eingestimmt, obwohl er von Musik überhaupt keine Ahnung hat. Das stimmt doch, ne? Ja. Und dann hat er immer mit den Händen und Füßen geredet da und da, wie die Melodie und so. Der Kapellmeister hat er da und einmal ganz leise da
da, dam, 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 dam. Und dann hat er gesagt, alle hei. Da sollten alle zu, die da Gast waren, sollen dann aufstehen und schreien, ja. Aber Sie glauben es nicht, er hat es fertiggebracht und die ganzen Engländer, stimmt, waren ja nur Engländer, die haben mitgemacht, also das war richtig toll zu sehen. Und das wusste ich ja nicht, dass du eingestellt warst. Das wusste ich ja nicht. Nein, aber ich finde es ja so schön, weil man die Zeiten gar nicht mehr vergleichen kann, wie es richtig gesagt wird. Wenn ich alleine überlege, was wir für Bälle, und da bin ich ja froh, dass alle das gut überstanden haben, was wir für Bälle hatten gegen heute. Heute ist bei jedem Wetter der Ball absolut leicht. Bei mir hat nach 10 Minuten, wenn das geregnet oder eine Viertelstunde Schneematsch, dann war das eine Steinkugel. Also im Grunde hätte man uns, wenn wir einen Kopfball gemacht hätten, noch Geld dafür bezahlen müssen. weil wir brauchten das, um unseren Hals einzugipsen, damit er nicht wegbricht. Nein, aber es war ja so lustig. Das ist ja genauso, wenn Sie die Schuhe seinerzeit, die würde heute gar keiner mehr anziehen. Das könnte ja gar keiner. Der hätte nach 5 Minuten so viel Blasen, dass er sich ausziehen muss, muss barfuß spielen. Nein, aber das ist ja das Gute. Was es nicht gibt, vermisst man nicht. Und so haben wir uns auch alle über die Runden geschleppt und waren immer glücklich und zufrieden. Oder? Kann man so sagen, ne? Ja, prima.